Jo, hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Fallout 4. Wir lassen den Trailer jetzt gerade mal durchlaufen. Nach der totalen nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation nun Ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat Vortech Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit Sie die 7 Attribute besser verstehen, die Sie special machen. Heute geht es um Stärke. Im Ödland sind die Vorräte knapp. Wenn Sie etwas Wertvolles finden, bewahren Sie es gut auf. Je stärker Sie sind, desto mehr Dinge können Sie tragen. Sie müssen Ihre Grenzen kennen, sonst werden Sie aus gefährlichen Situationen nur schwer entkommen. Wie stark sie auch sein mögen. Es gibt Situationen, in denen sie unfreundlichen Nachbarn gegenüberstehen. In solchen Momenten müssen sie sich selbst verteidigen, indem sie ihre natürliche Stärke nutzen. Benutzen sie etwas Scharfes oder etwas Robustes zum Zuschlagen. Lassen sie sich etwas einfallen. Aber bleiben Sie vernünftig und suchen Sie etwas, das Ihre innere Kraft weiter stärkt. Je stärker Sie sind, desto größer die Auswirkung. Aber denken Sie daran, manchmal braucht es mehr als reine Muskelkraft. Machen Sie fleißig Klimmzüge und Liegestütze, denn Stärke kann noch mehr. Schlagen Sie Bälle wie die Profis. Bauen Sie spezielle Rüstungen und behalten. Schmieden Sie kluge Waffen, die lesen Sie aufmerksam Ihre Vortech-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen Sie, was Sie special macht? So, und damit machen wir jetzt weiter. Da, wo wir stehen geblieben sind. Ui, ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Der Rathauskeller in Jamaica Plains. Jetzt weiß ich, wo wir stehen geblieben sind. Nämlich im Rathauskeller vom Jamaica Plains. Ja. Machen wir dann mal. Da wollten wir ja so einen Schatz heben, ne? Glaube ich. Ich meine mich zu erinnern. Mit dem Skill Ghoulisch wirst du die Strahlung geheilt. Außerdem können wilde Ghoule zu Verbündeten werden. Freaky. Ist schon Freaky Friday, Baby. Ah, Freaky Friday ist ja wirklich. Was? Er setzt sich da erstmal ganz gemütlich hin, trinkt sich ein Käffchen. Ja, Sigi! Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Das Sicherheitssystem ist aktiv. Bitte zeigen Sie Ihre Identifikation. Das wird jetzt nicht so einfach, da durchzukommen, glaube ich. Das ist ein bisschen durcheinander. Niemand hat sich alle Mühe gegeben, zu beschützen, was auch immer hier unten ist. Vor allen Dingen ja total unauffällig, dass die Karte vom Hausmeister nach all den Jahren halt einfach immer noch direkt auf dem Kontrollpult liegt. Deswegen wird das bestimmt noch nie einer geknackt haben. Ist ja ganz klar. Ja. Das ging ja ratzfatz. Dinner Gabel, hier haben wir jetzt gerade erstmal noch nichts. Was ist das da? Jamaica Plain Archivschlüssel. Den nehmen wir natürlich mal mit. Wer weiß, für was wir das noch brauchen können. Aktenschränke, über Aktenschränke jucken uns jetzt gerade alle mal relativ wenig. Da habe ich ja schon schönere Bombenkrater gesehen. Jojo, mecker doch nicht immer hier. Du alte Transuse. Das war mein toller 99. H-Klammer-Gedingse. Geschafft. Boah, können wir eigentlich mal. Bis auf den blöden Impro-Revolver alles mitnehmen, ne? Würde ich sagen.
Schätze Zugangsterminal. Gut, wir können natürlich hier rumgehen. Er ist doch da jetzt nicht ernsthaft reingelaufen, oder? Manchmal denke ich mir einfach nur, wie blöd kann die KI eigentlich sein? Wie dumm! Verdammte Kacke, ey. Wieso habe ich den gespeichert jetzt im letzten Moment? Boah, scheiß KI, das gibt's doch wohl nicht, ey. Na, lernen wir halt nochmal. Boah, wie kann man so blöd sein, ey? Ganz ehrlich. Das ist ja nur hohl gewesen. Ich glaube, so blöd wäre ja nicht mehr der Hund gewesen. Das gibt's doch nicht. Wie schwer ist denn das jetzt hier gerade? Sehr schön. Ich weiß jemand mit der Handklammer umzugehen. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Das Sicherheitssystem ist aktiv. Bitte zeigen Sie Ihre Identifikation abgelehnt. Sie haben keine Genehmigung zum Betreten dieses Bereichs. Identifikation abgelehnt. Tja, dann halt so rum. Den Safe wollen wir noch knacken hier. Ja, so geht's auch. Jetzt haben wir alles mitgenommen, aber geht ja auch. Wenn jetzt hier die gleichen Sachen drin sind, lohnt es sich nicht allzu durchsuchen, aber ich glaube, hier ist nicht unbedingt immer das gleiche drin, zumindest. Haben wir jetzt gerade schon hier nochmal Geld gefunden, den wir vorher nicht gefunden hatten, dieses Vorkriegsgeld. Einsteiger, na super. Zack, offen. Geschafft. Nehme ich mal alles mit. Ich möchte ganz gerne die Typen hier auch nochmal ganz kurz eben auseinander flippeln. Announce. Null Treffer. Intercom. Null Treffer. Kontakt. Ein Treffer. Machen wir das nochmal neu. Prisoner. Ein Treffer. Prisoner.
haben noch fast kaum Möglichkeiten hier. Crawling. Zementa. Oh, Standing. 6 Treffer. Stand sind 5 auf 8. Also Standing. Die Wahrscheinlichkeit, dass die... Das soll wahrscheinlich Starting sein. Schön. Natürlich. Okay. Durch. Hackversuch festgestellt. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Das Sicherheitspersonal ist in Kürze bei Ihnen. Hey, ich hab was entdeckt. Hier will jemand sterben. Na, komm schon. Ah, wieder schön aufgestanden, ja? Was für ein Hackversuch? Hier war kein Hackversuch. Das war alles rechtens, was ich hier gemacht habe. Also. Geht doch. Vielleicht hätten wir hier nochmal das Hausmeister-Ding irgendwo durchziehen sollen. Aber ich sehe nichts, wo wir das hätten machen können, von daher. Speichern wir mal ganz kurz eben hier und gehen dann hier mal rein. Komm so, Dicker. Anchorage Veteranenflagge. Das soll doch ein Witz sein, oder? Das Leben in Good Neighbor
ist nicht für jeden was. Aber besser als die Alternativen. An einem Ort wie Diamond City würde man einem Ghoul nicht mal die Uhrzeit sagen. Das war damals bestimmt lustig. Ich nehme mal gerade alles mit hier, was gerade geht. Ein paar Bilderrahmen können wir auch mitnehmen, oder? Ja. Bingo. Baseballschläger der World Series 2076. Kleine Chance darauf, Gegner wegzuschleudern. Sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. So wie alles andere auch. Und da wir voll auf Bücher stehen, nehmen wir natürlich auch alle mit. Dies ist ein Holoband. Holobänder sind Speichermedien, auf die Sie per Laser zugreifen können. 2077 haben wir Holobänder benutzt, um Audioaufnahmen zu erstellen und Daten wie etwa Musik, Tagebücher und sogar Spiele zu speichern. Dies mag Ihnen zwar 200 Jahre später primitiv erscheinen, zu unserer Zeit handelt es sich dabei aber um eine verbreitete und beliebte Technologie. Du kannst Holobänder mit dem Terminal auf diesem Tisch abspielen. Drücke die Ladentaste, leg das Holoband in den Schacht ein und verschließ ihn. Die Wiedergabe sollte automatisch erfolgen. Jamaica Plain. Innerhalb der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, die uns im Jahr 2077 wichtig waren. Euch, die ihr 200 Jahre in der Zukunft lebt, mögen diese Relikte kurios erscheinen, aber wir hoffen, dass sie euch an unseren Platz in der Geschichte erinnern und an den euren. Wie wir das Fundament für die Welt gelegt haben, in der ihr lebt, so legt ihr ein Fundament für kommende Generationen. Möge diese Zukunft strahlend sein. Im Namen von uns allen im Jahr 2077 wünsche ich euch alles Gute. Hier spricht Bürgermeisterin Alyssa Park für die Stadt Jamaica Plain. Das war ja toll. Wir haben gerade ganz schön viele. Okay. Verdammt! Ah, ich glaube... Jetzt habe ich es verstanden. Oh oh. Verdammt. Ja, eins haben wir verloren. Jetzt bin ich erstmal beschäftigt hier. Schwein gehabt. Nein, Jonas, du bist nicht der einzige. Nicht einzigste. Es gibt kein einzigste. Das ist so einer dieser grammatikalischen. Oh shit.
Jetzt haben wir einiges verloren. Da kommt doch noch was. Schwein gehabt. Nein! Ach du Scheiße. Immer noch keine 10.000 Punkte. Jetzt nicht so gut. So, was können wir denn noch machen? Der Railroad, Eddie Winter, Emma's, Finde Silver Shroud. Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Haben wir nicht noch irgendeine Aufgabe in der Richtung? Hört ihr das Fotoband des gelehrten Ferris an? Okay, mache ich da mal. Gelehrter Helen, gelehrter Ferris. Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles. Oh, oh, alles, was zählt. Okay. Haben wir jetzt wirklich alles? Wahrscheinlich. Ja. Gut. Zum Bunker im Süden. Oder was war das jetzt? Ich wüsste jetzt halt gerade echt nicht, was sie damit meinen. Puh.
Habe ich ja jetzt. Aber ich wüsste nicht, wo wir jetzt hier als nächstes hin müssen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal irgendeine andere Aufgabe. Sprich mit MacCready. Guck uns das mal an. Ach, guck mal, schau, in Good Neighbor, da reisen wir da mal hin. Kannst von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Wieso das denn nicht? Diese Sonderwünsche hier. Mr. Sandman, bring me your dream. Wenn es halt schon ein bisschen gemein ist eigentlich, ne? Irgendwelche Leute im Schlaf halt überraschen. Naja. Hallo Toni. Von dem Wasser trinkst du bitte nicht. So, einmal nach Good Neighbor reisen bitte. Der Aggressotron-Roboter wurde von Robco als Frontkämpfer für Kriegseinsätze des US-Militärs gebaut. Er ist schnell und auf kurze Entfernung tödlich. Einige Modelle besitzen sogar eine Tarnvorrichtung, aber der Laser auf dem Kopf ist eine eigentliche Gefahr. Okay. Ich habe einen Fatman, ja, aber ich gehe auch noch nicht auf die Jagd nach den Spezialgegnern, weil ich habe noch nicht genug Munition dafür. Keine Sorge. Ich teste die Waffen nur an Kunden, die ich nicht mag. Sieh dich in Ruhe um. Ja, ja, machen wir. Klar, ja, ich schau mal, was du hast. Jede Waffe. In Ordnung. Ich möchte gerne verkaufen das Dingen und sonst eigentlich nichts, ne? Muss reichen. Wir müssen jetzt erstmal mit dem Onkel da sprechen. Hier. Ich habe das Gefühl, die Grafikeinstellung ist trotzdem wieder so ein bisschen runtergeschraubt. Da werde ich gleich mal kurz nach der Folge hier mal eben neu starten müssen. Dann bin ich immer kurz eben 5 Minuten weg. Ein Freund von Bürgermeister Hancock ist auch ein Freund des Third Rail. So. Ja. Spruch's aus. Suchst du noch immer nach Arbeit, MacCready? Kommt drauf an. Bist du bereit, 250 Kronkorken auf den Tisch zu legen? Lass mich drüber nachdenken. Ist ja nicht so, dass das Taxameter schon läuft. Lass dir Zeit. Ich hab jede Menge. Ja, so siehst du raus, ey. Nur was wollen wir denn mit dem? Wir wollen den doch gar nicht haben, ey. Ich glaube, wir machen das jetzt mal einfach. Suchst du noch immer nach Arbeit, MacCready? Kommt drauf an. Bist du bereit, 250 Kronkorken auf den Tisch zu legen? Wir sind im Geschäft. Na also, geht doch. Gut, Boss. Meine Knarre gehört dir. Geh vor. Hancock schicken wir mal auch nach Sanctuary Hills. Hey, Hancock. Ach, hallo. Geht's wieder los? Nee. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Ja, klar. So, Abmarsch. So, wir haben mit ihm gesprochen. Jetzt sollte die Mission eigentlich deaktiviert sein. Ja, jetzt können wir das Museum der Hexerei untersuchen. Was natürlich da oben ist, wo wir noch nicht waren. Oder wir machen erst was anderes. Und zwar das hier. Ja, das können wir machen, das ist näher dran. Aber wir sollten auf jeden Fall die eine Mission wieder deaktivieren, sonst komme ich wieder nur durcheinander hier. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach draußen. Und dann machen wir mal einen kleinen Folgenstopp hier, denn wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann, alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao!